Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Design-Team-Beitrag für Dahlia Bastelshop. Ihr hattet mehrfach gefragt, wie ich diesen Strand gestaltet habe und da dachte ich euch, dass ich euch einfach mal mitnehme und euch da zeige, wie das funktioniert, wie ich das so mache und habe euch da jetzt von Anfang bis zum Ende, bis zur fertigen Karte mitgenommen. Und wenn ihr das sehen möchtet, bleibt gern dran. Das kommt jetzt im Anschluss. Und die Produkte, die ich hier verwendet habe, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Viel Spaß beim Zuschauen, meine Lieben. So, was wir benötigen. Ich habe mir zugeschnitten ein Coloring Paper. Und zwar einen Kartenaufleger. In den Maßen 14,6 x 10,2. Dass wir rundherum so einen kleinen Rand haben. Genau. Einmal den. Dann brauchen wir Distress Oxide. Ich habe hier Tumbled Glass, Mermaid Lagoon, Mustard Seed und Tea Dye. Die. Dann braucht ihr was zum Vermischen. Ups. Ich nehme ganz gern hier so Brushes. Die. Dann braucht ihr eine Schablone. Ich habe mir hier welche selbst gemacht. Genau, und zwar müssen die so sein, dass ihr das Gegenstück dazu habt. Zu dem. Ich muss gerade selber schauen. So, ich hoffe, man sieht es. So, das Gegenstück praktisch dazu. Ne? Ja, ich werde schon mal so hin, dass ich weiß, wie herum das muss. Genau, und dann brauchen wir gleich noch einen Jelly Roll und Nouveau Alkoholmarker, zum Beispiel Brown Sugar. Genau. So, und dann können wir schon starten. So, wir überlegen uns, wo wir gerne den Strand hätten.